hunted down all the sinners. They sank their fangs into their burning flesh and tore them to pieces mercilessly. Am 28. Mai kommt die letzte und größte Story-Erweiterung für Kingdom Come Deliverance raus, zumindest für den PC. Für PS4 und Xbox One kommt Woman's Lot, so heißt der DLC, erst am 11. Juni raus. Wir schauen uns jetzt die fast fertige Version an. Die Übersetzung ist noch nicht komplett drin, denn daran arbeitet das Team von Warhorse Studios gerade noch. Aber bei mir ist einer aus dem Team, Tobias Stolz-Zwilling, und er kann mir jetzt sagen, was ist da eigentlich neu drin, was macht dieser DLC anders, was ist das Besondere an A Woman's Lot? Hallo Tobias. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Also, du hast schon gesagt, das ist der größte DLC, den wir jetzt vorbereitet haben. Und es gibt im Prinzip drei neue Erweiterungen. Einmal den Hund-Companion, das heißt, der Spieler bekommt einen Hundegefährten, der dich dann durch das Spiel begleitet und nicht nur kämpfen kann, sondern dir auch beim Questen hilft. Das heißt, er kann jagen zum Beispiel oder eben Truhen finden und so weiter. Dann spielt man als Theresa. Die Dame kennen wir schon aus dem Grundspiel. Bloß erklärt man jetzt in quasi einer parallelen Zeitlinie, wie Theresa das Leben in Skalitz genossen hat vor dem Angriff. Das heißt, wir spielen quasi eine Prolog-Linie vor dem aktuellen Spiel. Und Theresa muss halt eben dann die Leute kennenlernen, man trifft einige Charaktere, die man aus dem Spiel so kennt, aber irgendwann wird halt auch der Angriff stattfinden und der Spieler muss dann spielen, eben wie Theresa das geschafft hat zu überleben und wie sie dann auch dann nach Skalitz zurückgekommen ist, um Heinrich zu treffen und dann eventuell auch zu retten. Das kennen wir ja schon aus dem Grundspiel. Wie muss man sich das vorstellen? Wird das integriert in eine laufende Kampagne des Hauptspiels oder startet man das separat? Der Theresa DLC ist spielbar im Prinzip durch das ganze Spiel hindurch. Man kann als zum ersten Mal kann man mit ihr spielen nach dem Prolog, dann trifft man Theresa wieder und man kann sie quasi fragen, und was ist passiert, wie hast du es denn geschafft? Und das ist aber durch das ganze Spiel über dann möglich. Bis zum Ende kann man immer wieder zu Theresa gehen und sie sagt dann quasi, das war so, das Spiel wechselt dann in ihre Perspektive und dann spielt man eben den Teil durch. Wie lang ist denn diese Questreihe von ihr? Das ist immer schwer zu sagen bei einem Rollenspiel, aber ich schätze mal so 5 Stunden dürfte drin sein, je nachdem wie viele Quests man macht. Viele sind optional, aber selbstverständlich, wenn man richtig Rollenplayen will, wenn man wirklich Rollenspiel machen will und alle Quests macht, ist 5 Stunden locker drin. Das heißt aber auch, man wird wahrscheinlich nicht die ganze Spielwelt mit ihr bereisen können, weil das passt ja nicht in 5 Stunden. Was besucht man denn an Orten? Theresa hat eine eigene Karte im Prinzip. Nicht so, dass es ein neuer Ort ist, aber sie bekommt einen Ausschnitt aus der Base-Karte, aus dem normalen Spiel, den sie nicht verlassen kann. Das heißt, es geht um Skalitz und die Outskirts, also die Felder drumherum. Die Minen, das heißt, als Spieler muss man in die Minen gehen und sich die Umgebung anschauen. Trotzdem ist das irgendwie neu, weil in dem Base-Spiel Heinrich muss da eigentlich nicht viel machen in dieser Umgebung. Das heißt, was Neues mit was Altem gemischt und Theresa muss da eben ihre Quests lösen. Jetzt ist natürlich ihre Questreihe auch deutlich kürzer als das Hauptspiel. Es ist aber immer noch ein Rollenspiel und sie ist ein neuer Charakter. Wie viel Rollenspiel kann man denn da reinmachen? Ich meine, groß aufleveln wird man sie ja jetzt in 5 Stunden nicht so können wie die Hauptfigur der Hauptkampagne. Das stimmt. In den 5 Stunden schafft man das natürlich nicht. Aber wenn man diese ganzen optionalen Quests macht und hier und dort Aufgaben erledigt, dann kann sie trotzdem leveln. Man kann besser im Kämpfen werden. Zwar wird sie niemals ein wirklicher Schwertkämpfer sein, aber sie ist schon prädestiniert, Bogen zu schießen zum Beispiel. Das heißt, damit kann man dann agieren, Redekunst und so weiter. Aber was man so kennt aus Kingdom Come. Was aber noch dazu kommt, ist, dass wir die Zeit angehalten haben, ausnahmsweise. Das funktioniert sonst im Spiel nicht so. Man weiß es ja, Tag-Nacht-Wechsel und so weiter. In diesem DLC, wenn man als Theresa spielt, ist die Zeit angehalten. Deshalb, weil, damit wir die Zeitlinien nicht auseinanderbrechen, wir nicht wollen, dass der Spieler timeskippt und fast travelt und so weiter. Das heißt, die Zeit wird nur vorangeschoben, wenn man die Hauptquest erledigt. Bis zu dem Punkt, wenn man dann Heinrich wieder trifft und dann geht es ganz normal weiter, wie man es kennt. Aber was unterscheidet sie denn grundsätzlich noch von Heinrich? Ist sie im Gameplay spürbar anders? Habt ihr sie irgendwie ein bisschen anders entwickelt? Weil ich meine, es ist eine weibliche Hauptfigur in dieser Zeit. Das wird ja Konsequenzen haben müssen. Das stimmt. Nicht nur technisch mussten wir da viel ändern, weil die Animationen und alles, was wir gebastelt haben für das Spiel, wurden hauptsächlich auf Heinrich bzw. für männliche Charaktere, weil man ja als er spielt. Das heißt, so simple Sachen wie Laufen, Springen, was auch immer, über Zäune hüpfen, das mussten wir alles neu aufnehmen im Motion Capture. Spürbar im Spiel ist es dann so, dass Theresa eher der schleichende und Bogenschießcharakter ist. Sie wird also, wie gesagt, keine Vollplattenrüstung und Schwertkampf und
hurra in den Kampf, sondern mehr so schleichen, im Hinterhalt angreifen und so weiter, weil sie eben eher der ruhige Charakter ist, der dann aber durch diese ganzen Angriffe und durch diese ganzen Sachen, die dann passieren ins Galitz, auch sich weiterentwickelt. Das heißt, Theresa muss genauso wie Henry im Spiel quasi erwachsen werden in irgendeiner Form. Jetzt würde man vom Titel und von der bisherigen Werbung rund um diesen DLC ja auch glauben, dass diese Geschichte, wo man halt jetzt die weibliche Hauptfigur steuert, der Hauptteil des DLCs ist. Tatsächlich wird man aber noch eine andere, sogar noch längere Quest bekommen, die dann aber mit Heinrich gespielt wird. Worum geht's da? Ich hoffe, dass die Leute nicht aufgeschrien haben, als ich jetzt 5 Stunden DLC gesagt habe, weil in Wirklichkeit hat das ganze DLC ja wahrscheinlich 15 und mehr. Du sagtest ganz richtig, es gibt nämlich noch viel mehr in dem DLC. Nicht nur, dass man den Hundcharakter dazu bekommt, diesen Companion. Sowohl Theresa hat einen eigenen Hund als auch Heinrich. Man bekommt noch eine lange Questreihe mit Heinrich und Johanka. Johanka ist auch eine Dame aus Galitz, die kennt man vielleicht noch. Und sie arbeitet im Sassau-Kloster und kümmert sich da um die Verletzten. Und einer der Verletzten ist ihr Geliebter Matthias. Und Johanka beklagt sich, dass sie, nachdem sie zur Jungfrau Maria gebeten hat, dass sie Matthias rettet, dass sie seltsame Träume hat. Ja, und sie erzählt dem Heinrich, ja, und dann habe ich eben gebetet und dann habe ich die Jungfrau Maria getroffen und sie hat mir gesagt, ich solle das und das und das machen. Und das ist ganz spooky und sie weiß nicht, was sie jetzt damit machen soll. Und jeden Tag hat sie diesen Traum. Und Heinrich geht dem dann halt hinterher und dann wird man als Spieler in diesen 10-Stunden-Quests dann eben herausfinden, dass hinter diesen Träumen doch irgendwie irgendwas Realistisches ist. Das heißt, man sieht, man hört vom Teufel und dann trifft man Sachen, die dann irgendwie dann mit dem Teufel etwas zu tun haben könnten. Am Anfang gefällt es den Leuten noch drumherum um Sassau, weil sie dann anfängt zu predigen und klingt alles sehr spannend und interessant für die Leute. Aber irgendwann kriegt die Kirche davon Wind und die mag solche Predigten und Ketzereien gar nicht. Und da muss dann der Spieler auch irgendwie mit arbeiten. Ja, das waren die großen Features von diesem letzten Story-DLC, mit dem ja dann auch Kingdom Come beendet wird. Gibt es vielleicht noch irgendwie ein kleines Highlight, was dir persönlich sehr gefällt? Ich persönlich finde den Hund extrem interessant. Und um ehrlich zu sein, ich will jetzt auch gar nicht mehr ohne den Hund spielen, weil er von Anfang an dem Heinrich sehr, sehr helfen wird. Nicht nur beim Jagen oder Truhen finden oder sowas. Das ist eher unspannend jetzt für mich. Aber wenn man sich erinnern kann an die ersten Kämpfe, wenn dann auf einmal 2, 3 Leute auf einen zulaufen, dann wird es dann schon sehr, sehr heikel, bevor man hochgelevelt hat. Und der Hund kann im Zweifelsfall zumindest Crowd Control machen. Das heißt, er kümmert sich um einen von diesen Gegnern und entweder schafft er es sogar, ihn niederzustrecken oder wird so abgelenkt, dass der Heinrich dann zuhauen kann. Und das ist meiner Meinung nach sehr hilfreich und auch ziemlich cool, dass man sich dann um den Hund kümmern muss. Zwar nicht wie ein Tamagotchi, dass er jetzt dauernd irgendwas haben will, aber man muss ihn füttern. Immer wenn er einen Schlag abbekommt von einem Gegner, dann fällt sein Gehorsam. Das heißt, er kann auch irgendwann wegrennen. Man muss sich halt auch um den kümmern. Das finde ich ganz interessant. Aber sterben kann er nicht? Sterben nicht. Gehorsam ist quasi seine Health Bar. Mhm. Und wenn der auf 0 ist, dann rennt er davon und nach einer gewissen Zeit X kommt er dann wieder zurück. Ja, das ist das, was man für rund 12 Euro ab dem 28. Mai, wie gesagt auf dem PC, ab dem 11. Juni auf der PS4 und Xbox One bekommen kann. Gleichzeitig wird auch dann noch Update 1.09, glaube ich, veröffentlicht, kostenlos. 1.9. Was ist da alles so drin? Ich glaube, eine Erleichterung, die viele Fans haben wollten. Ja, da haben die Leute immer am lautesten geschrien für die Konsolenspieler und für Leute, die gerne mit Controller spielen, so wie ich. Es gibt eine vereinfachte Version jetzt vom Schlösser knacken, was ich persönlich ja überhaupt nicht cool finde, aber ich weiß, dass Leute da draußen wollen das haben. Anstatt mit den 2 Sticks muss man jetzt nur noch einen benutzen und dafür einen von den Schulterknöpfen. Wird also einfacher. Also wer damit Probleme hat, der kann dann mit dem kostenlosen Update das sich leichter stellen. Den Rest, dafür muss man bezahlen. Es sei denn, man hat das Spiel gebackt, dann bekommt man das auch so, denn das waren teilweise auch Kickstarter-Versprechen, die jetzt umgesetzt werden. Tobias, vielen Dank für die Infos, vielen Dank für das Material, was du uns mitgebracht hast. Wir schauen und freuen uns drauf. Vielen Dank.